بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد das ist jetzt die vierte Aufnahme zu den Adab des Talib al-Ilm die Benehmensformen Charaktereigenschaften, die ein Taliban verinnerlichen sollte. Nachdem ich einige ähm, Meilensteine nannte, einige grundlegende Prinzipien des al-Ilm, al wollen wir nochmal zurückkommen auf das Ganze, aber in etwas detaillierter Form. Das erste Wissen ist die Niyya. Das erste Wissen ist die Absicht. Wie Allah Ta'ala sagt, wa ma und nichts anderes wurde ihnen anbefohlen, als dass sie Allah Ta'ala unbetrübt dienen. Unbetrübt in ihren Absichten. Mit geklärten, reinen, sauberen und lauteren Absichten. Allah Ta'ala sagt, مَنْ Yuridu يُرِيدُ Wer das Acker des der Akhira möchte, dem werden wir es vermehren. Wer aber den Acker der Dunja möchte, dem werden wir davon geben. نصيب, in der Akhira hat aber keinen Anteil. Dieser Vers ist auf jene bezogen, die mit ihren Handlungen lediglich die Dunja beabsichtigen. Nicht aber auf jemanden, der eine zerteilte Absicht hat. Ausgenommen von der, von dem Ria, von der Augendienerei. Die Augendienerei ist nämlich grundsätzlich etwas, das die Taten oder ihren Lohn hinfällig werden lässt. Aber es geht hier darum, dass jemand beispielsweise mit einer gewissen Handlung, zwar das Angesicht Allah Ta'ala anstrebt, aber auch andere weltliche Nutzen verwirklichen möchte. Diese Person ist nicht direkt mit diesem Vers angesprochen, da die Aussage Allah Ta'ala wama alehu fil akhirati min und er hat in der Akhira, an der Akhira keinen Anteil, das trifft sicherlich nicht auf sie zu. Und der bekannte Hadith, den Al-Imam Muhammad ibn Ismail bukhari welcher im Jahr 256 nach der Hijra gestorben ist, überliefert in seinem Sahih, al jami al-Sahih, im Hadith von Umar, innama al-a'malu Niyat. Die Handlungen richten sich an ihren Absichten, an den Intentionen. Und jedem Einzelnen steht nur das zu, was er beabsichtigt hat. Auch überliefert Al-Imam Muslim, Ibn al der im Jahr 261 ناخت هجرة جتابن خمس سنوات بعد الإمام البخاري ناختم شيخ، äh, äh, حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، إزاكت إشهادت عليه الصلاة والسلام إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فدي داستي هالهام تاغا دا اوفرستيون جتسندت بوتسن دغاي. انت ديزن دغاي رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت فيك. ودا وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار Einer dieser dreien ist jemand, der das Wissen angeeignet hat und es gelehrt hat und den Koran las, also die Lesung des Korans meisterte. Man wird ihn hervorbringen und ihn bekannt machen mit diesen Gaben Allahs. Daraufhin wird man ihn fragen, was hast du damit getan? Was hast du damit bewirkt? Er wird sagen, ich habe das Wissen gelernt, ich habe es mir angeeignet und es gelehrt und deinetwegen den Koran gelesen. Daraufhin wird man sagen, Khadapt, du hast gelogen. Und hier ist ein ganz interessanter Punkt, auf den ich in der Unterrichtsreihe zum Buch Minhaj al-Qasidin hingewiesen habe, dass das Lügen nicht nur die verbalen Aussagen betrifft, sondern auch die Zustände des Menschen. Manchmal ist ein Mensch unehrlich, nicht mit der Zunge, aber in, in der Gesamtheit seiner Zustände. Denn er hat ja diese Handlungen hier ausgeführt, er hat ja gelernt, er hat unterrichtet und er hat den Koran gelesen. Aber er hat trotzdem gelogen. Er war trotzdem nicht ehrlich, da sein Äußeres und Inneres nicht identisch waren. Es gab eine Diskrepanz zwischen seinem Inneren und dem Äußeren, was er vorgelebt hat oder vorgibt. Daraufhin wird man, nachdem man zu ihm sagt, er, er lüge, er sei nicht ehrlich, dann wird man das wahre Gesicht, die Maske von ihm runternehmen und ihm seine Realität darlegen. Du hast das Wissen gelernt, damit man sagt, er sei, gelehrt, er, sei, er sei ein Gelehrter. Und du hast den Koran gelesen, damit man dich Qari nennt. Und es wurde gesagt. Und es wurde gesagt, das heißt, es wurde gesagt, Du hast bekommen, was du wolltest. Du hast erlangt, was du wolltest. Es gibt nichts weiteres mehr. Und deswegen sagt er dann im Anschluss, Thumma bihi. dann wird der Befehl ausgesprochen und er wird mit seinem Gesicht in das Feuer gezerrt und hineingeschmissen. Deswegen sagte ich am Anfang, das erste Wissen ist die Absicht. Das erste Wissen ist die Absicht. Und auf diesen, auf, dieses, ähm, auf diesen Punkt oder diesen Sachverhalt weisen auch explizite Texte aus der Sunnah hin, die explizit um das Wissen handeln. Wie in dem Hadith äh, von Jabir ibn Abdullah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: al ilm Wala litumaru bihi Wala bihi majalis. fa'ala Eignet euch das Wissen nicht an, um dann bei den Gelehrten zu prahlen. Weil jemand der Wissen ist, der prahlt damit nicht unter Unwissenden. Man prahlt, man prahlt mit dem Wissen unter seinesgleichen, denen man auch etwas beweisen kann. Denn der Unwissende hält jeden für wissend, der zwei, drei Weisheiten von sich gibt. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu wa sallam, um damit mit den, ja, den Gelehrten im Stolz und der Prahlerei zu eifern, wetteifern. Und dann nennt er die andere Situation, und auch nicht um die etwas unterbelichteten, die Sufaha, die naiven, Unwissenden, um mit ihnen zu streiten, Dispute zu führen. Und das ist meistens, wird das aus Hochmut getan. Und ja, dieser Teil drückt aus, dass man das Wissen nicht lernen sollte, um sozusagen in der Mitte, der geschehnisse zu stehen wer man wer dies tut nach der soll sich dann vor dem feuer vor der soll sich vor dem feuer achten daher sollte man bei, der, bei dem aneignen des wissens stets eine klare definierte absicht vor augen führen seine ziele definieren und festlegen, was man damit beabsichtigt. Daher sagte auch Al-Hasan al-Basri, er sagte, der Eifer der Ulama liegt in der Beachtung des Wissens, in dem Respektieren des Wissens. Der Eifer der Unterbelichteten, Unwissenden, Törichten ist jedoch nur Deriwaya, ja, das Ansammeln von Überlieferungen, das Überliefern, damit dein Name erwähnt wird, damit du ein Teil dieser Überlieferung bist, damit die Leute zu dir kommen, du zum Ziel der Menschen wirst oder einfach nur unsinnig Unmengen von auswendig gelerntem anhäufen von Ijazat. Das ist der Eifer der Sufaha.